Erwischt habt ihr mich gerade mittendrin im Wochenstart. Hier war gerade eine Sitzung in Sachen Verteidigungsetat, ein sogenanntes Berichterstattergespräch. Ich war auch schon bei Tesla heute. Am Montag habe da eine Betriebsbesichtigung in Brandenburg gemacht. Was passiert die Woche noch? Neben der Sitzung hier im Haushaltsausschuss, der eigentlichen, gibt es natürlich auch Plenumssitzungen im Deutschen Bundestag. Ich freue mich aber auch ganz besonders auf ein Treffen mit dem König von Lesotho. Er besucht den Deutschen Bundestag und wir werden uns kurz treffen. Ich freue mich aber auch, dass ich mit unseren israelischen Freunden 75 Jahre Independence Day Israel feiern darf. Natürlich auch ein toller Event. Ich freue mich ganz besonders auf einen Talk mit meiner Kollegin Luisa Lissina Bode. Und zwar werden wir zur Sicherheitspolitik, vor allen Dingen im Bereich Bundeswehr, zusammen sprechen. Und ich freue mich auf einen Besuch, aber der ist schon obligatorisch für die Bayerische Landesgruppe in der Schweizer Botschaft. Da werden wir den Schweizer Botschafter treffen, Freitag früh zu einer etwas unchristlichen Zeit um 7 Uhr. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auf ein Wiedersehen in der Schweizer Botschaft. Ihr merkt, es ist wieder viel zu tun. In diesem Sinne euch auch eine schöne Woche.